Guten Abend in der schönen großen virtuellen Welt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Polen, Frauen und Geschlechterrollen unter Druck. Ich heiße Joanna Maria Stolarek, bin Direktorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Polen in Warschau. Und ich darf heute mit sehr guten Expertinnen und Experten über die Themen diskutieren, die Polen seit Monaten, wenn nicht Jahren beherrschen. In der letzten Zeit ist es noch stärker geworden. Also Polen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Viele von Ihnen haben gehört, gab ja die Einführung der sogenannten Familienkarte, die dann plötzlich die LGBT-freie Zonen zufolge hatte. Die LGBTIQ-Community wurde als eine Regenbogenseuche von manchen bezeichnet. Sie wurde als Ideologie betitelt, die plötzlich angeblich das traditionelle polnische Familienmodell bedrohen sollte, zu unterminieren versuchen sollte. Man hört von tätlichen Angriffen auf nicht heterosexuelle Menschen, auf Gleichheitsparaden fliegen Steine. Just gestern erreichte ein zivilgesellschaftliches Projekt für einen Gesetzesentwurf mit dem Titel Stop LGBT das polnische Parlament. Dahinter steht eine fundamentalistisch-christliche Organisation, die mehrere Versuche schon unternommen hat, auch andere Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. In diesem Projekt sollen jetzt unter anderem Gleichheitsparaden verboten werden und jegliche Bekundung, Sympathiebekundungen Richtung LGBTIQ-Community. Gestern fanden in Warschau erneut Proteste statt. Frauen gehen auf die Straße, vor allem junge Frauen. Nicht nur Frauen, aber sind in der Mehrheit Frauen. Sie demonstrieren gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Das Verfassungsgericht in Polen hat am 22. Oktober beschlossen, dass die legale Abtreibung in Polen nur aus zwei Gründen möglich ist. Der dritte Grund, den es bisher gegeben hat, seit 1993, wenn ein Fötus nicht lebensfähig ist und schwerwiegende Schäden hat. Dieser Grund für eine Abtreibung wurde als nicht verfassungskonform gesehen von dem Gericht. Und das bedeutet letztendlich, dass in Polen die Möglichkeiten für eine legale Abtreibung fast null sind, weil das nur in zwei Fällen jetzt möglich ist, nach einer Vergewaltigung und wenn das Leben der Frau bedroht ist. Ärzte und Apotheker können auch Frauen verweigern, ihnen die Pille zu verschreiben oder zu verkaufen, können sich darauf berufen, auf eine Gewissensklausel, dass sie aus ihren Überzeugungsgründen ihnen die Verhütungsmittel nicht verkaufen oder verschreiben. Sie dürfen sie nicht zu Abtreibungsmöglichkeiten beraten, also sie dürfen das verweigern. In den Schulen findet keine Sexualerziehung statt. Es gab sogar Gesetzesprojekte angestoßen von dieser Organisation eben, dass sowas auch bestraft werden sollte. Es passiert sehr viel Ungutes, was Frauen- und Reproduktionsrechte, Menschenrechte angeht und Rechte der sexuellen Minderheiten in Polen. Darüber wollen wir heute Abend reden aus drei Perspektiven. Aus der Perspektive einer Journalistin zunächst, die Polen besucht hat, aus der Perspektive eine Europäerin, wir sind ja alle Europäerinnen, aber jemanden, der in Brüssel tatkräftig mitmischt und aus der polnischen Perspektive, aus der Ebene eines Funktionärs und aus der Ebene des Aktivismus. Ich habe ganz vergessen, am Anfang Ihnen zu sagen, dass wir natürlich eine Verdolmetschung des Ganzen haben. Sie haben unten in der Leiste einen Globus und auf dieser Erdkugel wählen Sie dann German für Deutsch, wie ich jetzt gerade rede.
Oder sie wählen Englisch, warum auch immer, aber es ist Englisch für die polnische Verdolmetschung. Und vielen Dank schon an dieser Stelle an die Dolmetscher. Natürlich wollen wir auch, dass sie sich beteiligen an der Diskussion und dafür nutzen sie unser Q&A, also Frage und Antwort. Da schreiben sie einfach ihre Anmerkungen, ihre Fragen, ihre Kommentare. Beginnen möchte ich gern mit Lisa Kuhner. Lisa ist freie Journalistin, lebt in Leipzig und sie hat Polen besucht vor einiger Zeit. Sie ist eine der Fellows bzw. Gewinnerin von dem Journalismus Fellowship zum Thema Lebenswirklichkeit von LGBTIQ in Europa. Das ist ein Fellowship der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Lisa lebt in Leipzig und recherchiert und schreibt sehr oft zu LGBT-Rechten und schreibt für den Tagesspiegel unter anderem. Dort ist vor kurzem der Artikel, das Ergebnis der Reise nach Polen erschienen, aber auch für andere Zeitschriften, Zeitungen und Medien. Und meine Frage, Lisa, ist, wie war dann deine Reise nach Polen jetzt in Covid-Zeit? Das ist ja ein Thema, was hier vielleicht beiseite bleibt. Aber welches Bild hast du mitgebracht zurück nach Deutschland? Hallo, also ja, ich habe irgendwie auf der einen Seite ein sehr eindeutiges Bild von vielen mit Leuten und also ich habe mit sehr vielen Aktivisten gesprochen, mit NGOs und ganz tolle Menschen getroffen. Und auf der einen Seite war das Bild sehr eindeutig, weil ich eigentlich bei allen Leuten irgendwie so eine gewisse Hoffnungslosigkeit und auch Resignation oder Wut gesehen habe. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie Stärke und wachsende Solidarität. Ich war ungefähr 10 Tage in Polen, war da in Danzig, Warschau, Lublin und Krakau. Und eigentlich hatten eben alle Protagonisten das gemeinsam, dass sie einfach eine unglaubliche Wut auf die aktuelle Regierung haben. Ich habe zum Beispiel in Danzig Anja und Sandra getroffen. Die haben vor 2 Jahren in Dänemark geheiratet. In Polen ist ihre Ehe einfach nur ein Zettel Papier. Und eigentlich wollten sie auch schon vor Corona endgültig auswandern. Allerdings hat die Pandemie ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt hat mir Anja erzählt, versuchen sie eigentlich so häufig wie möglich irgendwie trotzdem zu reisen, um irgendwie normale Länder zu sehen, in denen sie irgendwie als Menschen respektiert werden. Ich habe Arthur getroffen, der die NGO Glaube und Regenbogen mitgegründet hat und irgendwie jetzt in der aktuellen Situation eigentlich auf jeder erdenklichen Ebene diskriminiert wird, weil er ist ein Transmann, er ist Kinderarzt und Christ und weder die katholische Kirche akzeptiert ihn irgendwie mit seinem Glauben. Dann wird gegen die LGBTIQ-Community immer wieder dieser Pädophilie-Vorwurf erhoben, was ihn halt als Kinderarzt auch super stark trifft. Genau, und er hat einfach auch das Gefühl, dass er und seine Familie überhaupt nicht ernst genommen werden. Ich habe zum Beispiel auch Maja getroffen in Warschau. Sie ist Bloggerin und lebt so ungefähr seit 10 Jahren offen als Transfrau und sagt, sie kann sich tagsüber gar nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren, weil sie so wütend ist von dem, was sie in den News die ganze Zeit hört und von der nächsten homophoben Spitze, die da irgendwo herkommt. Und ich habe das tatsächlich auch so bei NGOs erlebt, dass auch die irgendwie eigentlich nur noch so im Schadensbegrenzungsmodus unterwegs sind und gar nicht mehr so richtig viel Hoffnung haben, irgendwie was progressiv bewegen zu können. Zum Beispiel Transfuja, die setzen sich für Transrechte ein in Polen. Und die haben es total aufgegeben, dass in den nächsten Jahren, dass sich rechtlich irgendwas ändern kann. Die versuchen jetzt irgendwie ihre Community so weit wie möglich es geht, irgendwie mit psychologischem Support zu versorgen. Aber die haben gesagt, da ist eigentlich keine Hoffnung, dass die nächsten Jahre was passiert. Also positiv. Und gleichzeitig habe ich eigentlich auch überall, egal wo ich war, aber gesehen, dass es in der Community einen mega großen Zusammenhalt gibt, super viel Solidarität auch von außen. Und dass super viele Menschen jetzt auch erst oder jetzt auf jeden Fall verstehen, dass sie was machen müssen, dass sie sichtbar sein müssen, dass sie irgendwie auch laut sein müssen. Ich habe zum Beispiel Jakob getroffen, der ist erst 15, wohnt in der Kleinstadt in der Nähe von Lublin und wurde auch schon mehrmals körperlich angegriffen. Aber gleichzeitig sagt er, dass er jedes Mal, wenn also er organisiert den Equality March damit, jedes Mal, wenn er bei irgendeiner Veranstaltung mitmacht, die haben jetzt im Sommer und Herbst jeden Samstag eine Kleinstadt besucht, da um
einfach über LGBTIQ-Themen aufzuklären, um Angst zu nehmen und sichtbar zu werden, so positives Feedback gekommen, dass es auch irgendwie ihm hilft, sich selbst zu akzeptieren. Genau, und ich habe auch Dominik getroffen in Warschau, der so ein Ranking erstellt hat für LGBTIQ-freundliche Schulen in Warschau und dafür auch ein super, super großes Feedback bekommen hat. Der Bürgermeister von Warschau unterstützt das Projekt und der möchte das jetzt in diesem Jahr auf ganz Polen ausweiten. So, also auf der einen Seite, so auf der persönlichen Ebene, super viel Hoffnungslosigkeit und Wut, aber ich hatte den Eindruck, dass die Community dafür sehr stark ist und sehr guter Zusammenhalt da herrscht. Also eher ein positives Bild in allem dem Negativen. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht so sagen. Also ich vielleicht, das ist auch so mein Journalismus-Ding, dass man auch immer noch eine zweite Seite sehen möchte. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich jede Person, die ich getroffen habe, war eher sehr negativ gestimmt. Was mich auch wirklich erschreckt hat, ist dann quasi so Zahlen von psychischen Erkrankungen und so weiter, wie stark das die LGBTIQ-Community betrifft, wie viel stärker die Selbstmordgefahr gerade bei queeren Jugendlichen ist und so. Also eigentlich ist das Bild auf jeden Fall für die Menschen persönlich überhaupt nicht positiv, sondern negativ. Aber ich glaube, dass trotzdem die Community als Ganzes daraus irgendwie Stärke gewinnt. Super, danke dir für deine Einschätzung und auch dafür, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen einzutauchen in die Welt der Community. Tele Reintke, Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2014, in der Fraktion der Grünen Eva, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Mitglied in einigen Ausschüssen, unter anderem Justiz und Gleichstellung und Frauenrechte. Tere, dein Auftritt im Forum des Europäischen Parlaments, vor einigen Wochen war das, als du dich auch an die polnischen Kollegen gewandt hast und gesagt hast, guck mich an, ich bin ein Mensch, ich bin keine Ideologie, guck mich einfach an. Ein sehr emotionaler Auftritt, der wirklich auch sehr oft in Polen gesehen wurde und angenommen wurde. Wie siehst du aus der europäischen, aus deiner Perspektive die Situation in Polen, was die Rechte der LGBTIQ betrifft? Danke, Joanna. Vielleicht, weil du jetzt gerade nochmal an diese Rede erinnert hast. Ich glaube, was für viele Leute jetzt außerhalb von Polen an dieser Rede so nochmal aufrüttelnd war, war die Tatsache, ja, wir sitzen mit diesen Leuten ja in einem Plenum. Also wir verhandeln ja auch ständig mit Menschen, die Leuten wie mir zum Beispiel so ein bisschen, also zumindest ein gleichberechtigtes Leben absprechen und setzen uns damit eben sehr direkt auch in so parlamentarischen Prozessen auseinander. Und das nochmal klar zu bekommen, dass das passiert inmitten der Europäischen Union, also dass das nichts ist, was irgendwie weit weg ist, sondern dass das wirklich mittlerweile in ja auch Zentren der Macht einfach angekommen ist. Das war, glaube ich, für viele Menschen außerhalb von uns, das haben wir in Deutschland viele Menschen so als Rückmeldung auch nochmal gegeben. Um auf deine Frage einzugehen, also ich glaube, was wir in Polen gerade wahrnehmen, es wäre natürlich schön, wenn es ein total isolierter Fall wäre und wir sagen könnten, ja, es gibt jetzt diese und diese Gründe, weswegen das in Polen gerade passiert und ansonsten ist sozusagen die Entwicklung ja eine ganz andere. Ich glaube eher, dass Polen eben genau nicht isoliert ist, sondern dass diese Tendenz, dieser Backlash auf LGBTI-Rechte, auf Grundrechte, du hast ja auch die Einschränkung, die weitere Einschränkung eines der restriktiven Abtreibungsrechte in der Europäischen Union bereits angesprochen. Und wir sehen eigentlich an Polen fast in einem Schnelldurchlauf, wie gerade autoritäre Kräfte versuchen, liberale Demokratien zu unterminieren und umzubauen hin zu eigentlich autoritären Regimen. Und das andere Beispiel, was natürlich sofort in den Sinn kommt, ist Ungarn. In Ungarn war das ein sehr, sehr langer Prozess. Und in Polen sind jetzt viele Sachen von der PiS-Regierung eben in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum umgesetzt worden. Und mir ist es immer wieder wichtig, wenn wir über Grundrechte sprechen, wenn wir über Frauenrechte sprechen, wenn wir über LGBTI-Rechte sprechen, sehr klar diese Verbindung zu setzen mit einer grundlegenden Tendenz von einer Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit und von demokratischen Grundprinzipien, weil das eben nicht zwei unterschiedliche Entwicklungen sind, sondern sehr stark miteinander verbundene Entwicklungen. Und mein Eindruck, und da kann ich nur zustimmen, einerseits eben sehr viel Schatten, also sehr viele negative Entwicklungen, wahnsinnig aggressive Angriffe auf Grundrechte, auf Rechtsstaatlichkeit,
Adam und Mirka werden da ja gleich bestimmt aus der polnischen Sicht auch nochmal mehr zu sagen. Aber eben andererseits auch diese unfassbare Stärke der polnischen Zivilgesellschaft. Und mit Zivilgesellschaft meine ich nicht nur Organisationen, sondern wirklich der polnischen Bürgerinnen und Bürger, die ja jetzt auch schon nach diesem Gerichtsurteil, dieses Verfassungsgerichts in Anführungsstrichen, seit Wochen wieder auf der Straße sind. Und das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie eine ganz neue Entwicklung ist, sondern was wirklich auch schon seit Jahren diese Widerständigkeit eigentlich zeigt. Und deshalb glaube ich, dass es eben wichtig ist, dass in Polen, was in Polen passiert, nicht nur spezifisch auf Polen zu betrachten, sondern eben in der europäischen Gesamtschau zu sehen, in dem Negativen sozusagen, in dem Angriff, aber im anderen auch, und das glaube ich ist immer wieder wichtig zu sagen, in der Inspiration, die wir daraus ziehen, wie viel Stärke eigentlich von AktivistInnen, von polnischen Bürgerinnen und Bürgern daraus gezogen wird, was die hinbekommen zu organisieren. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns als Europäische Union auch noch stärker zu unterstützen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, was die Kommission in den letzten Jahren gemacht hat, natürlich, es gab Schritte, es gibt das Artikel 7-Verfahren, es gibt einige Vertragsverletzungsverfahren. Wir diskutieren jetzt über den Mechanismus einer Konditionalisierung von EU-Mitteln, aber immer noch sehr, sehr zurückhaltend häufig. Und ich glaube, da geht es jetzt wirklich darum, ist die Seele der Europäischen Union wirklich diese gemeinsamen Werte, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, und verteidigen wir die jetzt gemeinsam? Und da hoffe ich, dass wir als Europäerinnen und Europäer eben zusammenstehen werden. Danke dir, Terry. Dr. Adam Bodnar, Jurist, seit 5 Jahren Ombudsmann für Bürgerrechte, hat unzählige Kämpfe in diesen 5 Jahren durchgeführt, um die Ausgeschlossenen, um den Ausgeschlossenen in der Gesellschaft zu helfen, um Menschen zu helfen, die ihr Recht nicht bekommen. Herr Bodnar, wie schätzen Sie die Situation jetzt ein? Ist sie gut? Ist sie schlecht? Ist sie vielleicht gar nicht so schlecht wie dargestellt aus der Sicht der Europäischen Union, aus Europa? Vielleicht sieht man das in Polen ganz anders. Vor allem herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Seminar. Es ist wichtig, weil das ist der Moment, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden über die Zukunft Polens, aber auch die Herangehensweise Polens, wie man die Rechte von LGBT-Personen und Frauen sieht. Ich werde versuchen, das darzustellen, vor welchen Herausforderungen wir jetzt stehen. Wir sollten eins nicht vergessen, auch wenn wir beobachten, dass die Standards sinken, also ganz bedeutend sinkend in Polen, so ist Polen trotzdem immer noch dazu verpflichtet, durch das EU-Recht verpflichtet und internationales Recht zu dem Schutz der Menschenrechte. Zwar hatte man vorhergesagt, dass man zum Beispiel die Istanbuler Konvention kündigen will, aber die Regierung hat sich da zurückgezogen. Denn das wäre wohl nicht gut, also wenn ein Land der EU das machen würde. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir EU-Mitglied sind und all diese internationalen Verträge haben, das ist eine Art Anker. Vielleicht ist dieser Anker nicht ausreichend, vielleicht ist er zu schwach, aber der gibt die ganze Zeit noch Hoffnung, dass es nicht zu einer Verschlechterung der Standards auf ein Niveau kommt, das nicht akzeptabel wäre. Mehr noch, dieser Anker gibt uns auch Raum für Klagen und bestimmte Mechanismen in Bewegung zu setzen. Zweitens möchte ich darauf hinzeigen, dass wir zweifellos in Polen seit 5 Jahren 2 Trends beobachten. Der erste ist die Strömung, die gegen die politische Ordnung geht, dass man die Verfassungsordnung verändert. Und das hat einen Einfluss auf die Garantie der Verfassung für den Schutz der Frauenrechte oder LGBT-Rechten. Das Urteil vom 22. Oktober zeigt, welche Bedeutung das hat. Also das Verfassungsgericht gibt einen Beschluss, das hat direkten Einfluss auf Millionen von Frauen in Polen. Also man könnte kaum ein Beispiel finden, das direkter wäre. Aber ich möchte auf die zweite Strömung zeigen. Ich nenne das als die Strömung des nationalen Populismus. Das besteht darin, dass man
die dominierende Mehrheit unterstützt, dass man taktische Bündnisse mit der katholischen Kirche schafft und dadurch werden die Rechte von Minderheiten und Frauen benachteiligt. Ich finde, dass in den letzten 5 Jahren im Kontext vieler Frauenfragen und LGBT-Fragen hatten wir es zu tun mit so einem Rauch zu tun. Das heißt, wir haben es mit Weihrauch zu tun, wie in der Kirche. Und das bewirkt, dass unter dem Einfluss des Weihrauchs viele Menschen sich vielleicht irgendwo vergiftet fühlen. Wenn wir das beobachten, was in Polen in letzter Zeit passiert ist, diese Entscheidung des Verfassungsgerichts war die letzte Etappe. Vorher ging es zum Beispiel um In-vitro-Einschränkungen. Vorher wurde die Pille danach eingeschränkt. Auch bioethische Fragen werden nicht besprochen. Für die Ärzte wurde es erweitert, dass sie die sogenannte Gewissensklausel benutzen können und die Abtreibung nicht durchführen müssen. Auch der Aufklärungsunterricht an den Schulen wurde eingeschränkt oder ganz abgeschafft. Und das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober ist der am weitesten gehende Schritt. Und ich hoffe, dass das praktisch nicht in Kraft treten wird. Aber das zeigt den Trend des Einflusses der katholischen Kirche. Und man muss sehen, die Kirche unterstützt diese Veränderungen und nutzt aber auch die Regierung aus. Wir haben zum Beispiel die Frage der Pädophilie in der Kirche, die nicht geklärt worden ist. Und die Kirche nutzt auch die Finanzierung des Staates, nicht nur die Kirche, sondern auch soziale Vereine, die mit ihr verbunden sind. Was jetzt die LGBT-Personen anbetrifft, so gab es in den letzten Jahren keine Möglichkeit für eine ernsthafte Diskussion über Partnerschaften oder gegeben, aber die LGBT-Personen werden durch Hassrede behandelt in den letzten Jahren und die Regierung und die regierungsnahen Parteien nutzen wie Putin und instrumentalisieren das Thema und sogar Präsident Duda hat nicht daran gezögert, dieses Thema bei seinem Wahlkampf zu benutzen. Was die Öffentlichkeit in Polen und im Ausland am meisten interessierte, war eben, dass Kommunen Beschlüsse gegen die sogenannte LGBT-Ideologie angenommen haben. Diese Beschlüsse waren symbolisch. Sie waren ausschließend diskriminierend. Sie nahmen den Menschen das Recht an der normalen Teilnahme am Leben teil. Ich bin sehr dankbar, dass solche Personen wie Bart Staszewski oder der Atlas des Hasses, dass dank ihnen darüber gesprochen wird. Und es ist auch gelungen, die Diskriminierung etwas einzuschränken. Das, was jetzt beschlossen wird, sind keine Beschlüsse für LGBT-freie Zonen, sondern für die sogenannte Familienkarte. Aber allein schon die Veränderung der Strategien zeigt, dass man doch einen bestimmten Druck entgegengesetzt hat. Ich möchte Ihnen aber zeigen, jetzt welche Gefahren es gibt, weil manche dieser Beschlüsse zur LGBT-Ideologie. Sie wurden von mir eingeklagt bei Verwaltungsgerichten. Also der Beauftragte für Bürgerrechte hat das Recht dazu. Bei vier Klagen konnten wir gewinnen bei Verwaltungsgerichten der Woiwodschaften. Jetzt werden all diese Klagen in das oberste Verwaltungsgericht gerichtet. Und was passiert? Erstens, auf der Seite der Gemeinden tritt nicht nur die radikale Organisation Ordo Iuris auf, sondern auch der Generalstaatsanwalt. Und der ist dafür, dass solche Beschlüsse von den Kommunen gefasst werden. Zweitens,
an das oberste Verwaltungsgericht kommt wahrscheinlich demnächst eine Gruppe von Richtern, die mit der regierenden Partei verbunden sind. Sie sind natürlich nicht Mitglieder der politischen Partei, aber ein Teil von ihnen verdeckt nicht ihre Sympathien. Eine von ihnen war noch bis vor kurzem stellvertretender Justizminister in der PiS-Regierung. Wenn es jetzt dazu kommt, dass das oberste Verwaltungsgericht sozusagen besetzt wird mit Richtern, die mit der Regierung zusammenhängen, dann könnte man überlegen, welche Folgen das haben wird für solche Klagen. Wird das oberste Verwaltungsgericht tatsächlich dann sagen, dass diese Beschlüsse unwichtig waren? Vielleicht werden die Beschlüsse der Woiwodschaftsverwaltungsgerichte in Frage gestellt. Ich würde also sagen, wenn die EU nicht genügend effektiv ist beim Aufhalten der Veränderungen in Polen, wenn ihre Reaktion verspätet ist, wenn die Europäische Kommission zögert, bestimmte Dinge zu entscheiden und sich nur auf den politischen Prozess konzentriert und nicht auf die rechtlichen, dann ist es so, dass das Vakuum, dass eine Gesellschaft kein Vakuum erträgt. Und es verschiebt sich dann auch der Einfluss der Regierung. Und das wird sich übertragen auf die Rechte und die Freiheiten von LGBT-Personen und auf die Rechte der Frauen. Darauf möchte ich aufmerksam machen, denn mit der Zeit könnte es immer schwieriger werden. Jetzt gibt es noch bestimmte Möglichkeiten zu handeln. Man sieht, dass die Zivilgesellschaft imstande ist, sich zu organisieren, um ihre Rechte zu kämpfen. Aber wie lange das noch dauern wird, weiß ich nicht. Ob das nicht ob es nicht gleich größere Repressionen geben wird gegenüber NGOs und dass all diese juristischen Gewinne weiter aufrechterhalten können. Wenn Sie dann Fragen haben sollten, würde ich sie gerne nachher beantworten. Danke. Super, vielen herzlichen Dank. Ich habe als nächste Mirka Makuchowska, war einige Jahre Vizedirektorin bei der NGO Kampania Przeciw Homophobii, Kampagne gegen Homophobie. Jetzt leitet sie dort die politische Abteilung, kommt aus der Aktivistinnen-Szene. Mirka, das, was gerade Adam Bodnar gesagt hat, es zeichnet eher ein düsteres Bild. Ich frage mich, so ein bisschen provokativ jetzt gefragt, vielleicht ist Polen noch nicht so weit. Vielleicht ist die Gesellschaft so konservativ, dass man eben für Themen wie LGBTIQ, gleichgeschlechtliche Ehe, ein bisschen mehr Zeit braucht. Wie siehst du das? Mirka? Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Anfang vielen Dank für die Einladung, dass ich an der Debatte teilnehmen darf. Ich denke, dass der Beauftragte für Bürgerrechte schon sehr viel gesagt hat zu dem Thema. Ich glaube, wenn es um die Frage dessen geht, ob die Gesellschaft sich auf einer bestimmten Entwicklungsetappe befindet, die es erlauben würde, eine öffentliche Debatte zu beginnen über die Rechte von LGBTIQ-Personen in Polen zu beginnen. Ich glaube, dass die Situation da sehr dynamisch ist. Die Annahme von Fortschritt bei diesem Thema hat sich als eine unrichtige Voraussetzung herausgewiesen. Also vor ein paar Jahren haben wir tatsächlich eine immer größer werdende Akzeptanz und Offenheit von Menschen, die in Polen lebten, gegenüber LGBT-Rechten beobachtet. Das begann sich aber zu verändern und das hing mit mehreren Faktoren zusammen. Der eine Faktor war eben, dass Recht und Gerechtigkeit, die Peace an die Macht kam und das Bündnis mit der katholischen Kirche dazu kam und dass man dieses Thema nutzte oder benutzte zu politischen Zwecken, zum Beispiel um die Wahl zu gewinnen. Wir hatten letztens so eine Wahlsaison, 2 Jahre lang. Ich denke aber, da gibt es noch ein Motiv, das sehr wichtig ist bei dieser Diskussion, und zwar
dass die, es gibt sogenannte Anti-Gender-Organisationen, die, wie am Anfang gesagt wurden, immer stärker werden in Polen und einen großen Einfluss haben auf die Gesetzgebung, darauf, welche Projekte beim Sejm eingehen. Und wir sehen Personen, die mit der Anti-Gender-Bewegung verbunden sind, an immer mehr Orten, die mit der Machtausübung zusammenhängen. Das ist nicht nur das Verfassungsgericht, es gibt auch andere Gremien, die sehr wichtig sind, wenn es um die bürgerlichen Rechte und Freiheiten geht. Worauf man mit Sicherheit aufmerksam machen werden sollte, das ist eine Veränderung, die es seit August dieses Jahres gibt, als man versuchte, Margot zu verhaften, die Aktivistin des Projekts Stopp dem Unsinn. Da kam es zu einer Wandlung, also dass die polnische Community der LGBT-Person sich gesagt hat, jetzt ist Schluss, wir müssen uns verteidigen. Denn wir haben überhaupt keinen rechtlichen Schutz, wenn wir von der Polizei unterdrückt werden, wenn wir von denen beobachtet werden und wenn Mittel uns gegenüber benutzt werden, die dazu dienen, dass wir nichts mehr unternehmen sollen, dann müssen wir uns verteidigen. Einerseits ist das sehr positiv, weil es darin eine enorme Kraft gibt. Und so wie die Kollegin am Anfang gesagt hat, dass es sehr schlecht eigentlich steht um die Situation. Aber andererseits haben die LGBT-Community-Mitglieder das Gefühl, dass sie Hoffnung haben, dass sie Kraft haben, dass sie was bewirken können. Das ist der Moment, wo die Leute sagen, wir nehmen jetzt alles in unsere Hand. Das sieht man auch beim Frauenstreik. Es gibt da sehr viel Regenbogenfarbe. Die LGBT-Community ist da auch anwesend und ihre Verbündeten auch. Es kommt zur Situation, wo die Protestierenden sagen, naja, die Regenbogen fahren vielleicht noch nicht, jetzt kämpfen wir um die Abtreibung und das andere werden wir irgendwann anders erledigen. Aber ich glaube, das ist schon eine Kraft, die sich nicht anhalten lässt. Und auch die Art, wie diese gesellschaftliche Bewegung des Frauenstreiks funktioniert, das ist auch etwas Neues. Da wird der Frauenstreik benennt ganz klar die Personen im Staat, die tatsächlich verantwortlich sind für die Verschlimmerung der Situation verschiedener Minderheiten und auch für die sinkenden Rechtsstaatlichkeitsstandards. Das sieht man auch bei den Demos, wo die Menschen sagen, wir wollen an einen konkreten Ort gehen. Und das sind die Orte, wo tatsächlich Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel das private Haus von Jarosław Kaczyński oder der Sitz der Kurie der katholischen Kirche. Die Leute sagen, wir lassen uns jetzt nicht betrügen. Wir wissen, dass ihr so ein Verfassungsgericht habt, das eigentlich gar keins ist. Wir wissen, dass die Entscheidungen da in diesem Haus von Kaczyński im Stadtteil Żoliborz getroffen werden. Deshalb gehen wir auch dahin. Es gibt eine enorme Entschlossenheit unter den Menschen. Die Proteste dauern die ganze Zeit an. Gestern gab es einen weiteren Protest. Und die Situation ist so, dass die jede Woche organisiert werden, sogenannte Blockaden. Und das ist einerseits sehr tröstend und es gibt viel Hoffnung und Kraft und Mut in dieser Situation. Aber es gibt noch die andere Seite davon, die zeigt, dass wir uns auf eine schwierige Zeit vorbereiten müssen. Das heißt, dass die Repression seitens der Polizei, der Staatsanwaltschaft, dass die stärker werden. Was andererseits, habe ich wieder den Eindruck, wirkt das auch eine größere Entschlossenheit bei den Menschen bewirken. Mir scheint also, dass wir irgendeine Schwelle überschritten haben, der Diskussion
darüber, wie weit die Regierenden gehen können, was sie sich erlauben können. Und dass die Zivilgesellschaft nicht zurückgehen wird. Sie macht keinen Schritt zurück. Und die Schlüsselfrage ist, was weiter passieren wird. Wird Recht und Gerechtigkeit oder die Person, die die alle Entscheidungen im Staat trifft, egal unabhängig davon, wo sie getroffen werden sollten, ob diese Person in Richtung Verschärfung des Konflikts gehen wird. Und das wissen wir aus den letzten Mediennachrichten, dass das die Idee von Jarosław Kaczynski war, dass man gegenüber den Protestierenden entschiedene Macht zeigt, dass die Polizei entschieden und brutal vorgeht. Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Da war jemand nicht einverstanden. Aber wie lange sich diese Situation halten wird, weiß ich nicht. Bist du also der Meinung, dass die Leute sich nicht wieder zu Hause einschließen lassen? Ich glaube, die Leute lassen sich noch nicht einschließen. Und je mehr Jarosław Kaczynski oder die Regierenden sagen werden, bleibt zu Hause, ihr dürft jetzt nicht protestieren, umso mehr werden die Menschen auf die Straßen gehen. Natürlich werden die Proteste nicht dieses Ausmaß haben, das wir nach dem 22. Oktober gesehen haben. Die werden kleiner werden mit der Zeit. Aber ich glaube, es wird auch eine Gruppe geben, und zwar in ganz Polen, nicht nur in Warschau, die Proteste gibt es ja in ganz Polen, die unglaublich entschlossen sein wird, aber zu gleich auch Repressionen gegenüber unterstellt sein wird. Glaubst du, dass auch diese Energie vielleicht sich eine politische Partei oder Bewegung entwickeln kann? Das läuft jetzt alles auf Straßen, aber die Legislative, das findet im Parlament statt. Ja, das ist eine Frage, die oft auftaucht, ob Frauenprotest vielleicht zu einer politischen Macht werden kann. Aber soviel ich weiß, sagen die Frauen, dass die nicht daran interessiert sind, dass die diesen bürgerlichen oder Bürgercharakter dieser Bewegung betonen, da sie nur Mut und Kraft geben. Und ich glaube, das ist am wichtigsten, dass diese Mädchen sagen, ihr habt zwar Angst, aber schaut man, was man mit dieser Angst machen kann. Man kann es überwinden, man kann auf Straßen gehen, man kann Autobahnen sperren oder Fußgängerzonen oder das gibt auch ein starkes Kraftgefühl. Aber natürlich fragen wir uns auch, also wie wird es weitergehen? Ich glaube, dass das, was die Kraft dieser Bewegung, dieser Proteste ist, dass ist das Gefühl der Möglichkeit, diesen Machtmonolith zu brechen. Vorher schien es eigentlich unantastbar, aber jetzt ist es, glaube ich, anders. Vorher wurden verschiedene Institutionen einfach übernommen. Natürlich haben wir Europa, das auch eingreifen kann. Aber das, was auf Straßen passiert, das schafft irgendwie so ein Gefühl, dass wir als Menschen mit dieser Situation fertig werden können, indem wir ein Narrativ entwickeln, dass diese Macht angegriffen werden kann, dass sie sich auch beugen müssen, dass wir sie an die Wand stellen und sie vor die Wahl stellen. Naja, entweder fangt ihr an, jetzt auf bestimmte radikale Ideen zu verzichten oder zumindest die zu stoppen, oder ihr habt die Menschen auf den Straßen und ihr müsst damit was anfangen. Und dann muss die Situation sich zwangsläufig verschärfen. Und dann sieht man weltweit in den Medien Bilder, dass Polen seine eigenen Bürger repressiert. Das möchte Kaczynski natürlich nicht. Oder sie beginnen ein Gespräch. Die Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für die regierende Partei, sowohl für die Partei, aber auch für die Staatsregierung, für den Staatspräsidenten einfach zurückgehen. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist.
das wird möglicherweise auch zu bestimmten Gesprächen führen oder zu Konflikten innerhalb dieses Monoliths. Ich möchte Sie dazu anregen, also Teilnehmende vom Publikum, unseren Gästen Fragen zu stellen. Und nun eine Frage an dich, Mirka von Katarzyna. Was sind die Erwartungen des allgemeinen polnischen Frauenprotests im Zusammenhang mit LGBTIQ? Was scheint real in diesem Zusammenhang? Vielen Dank, Katarzyna, für diese Frage. Okay, was kann erreicht werden? Ich glaube, das, was im Moment möglich ist, das ist Stimmen aus den Straßen zu sammeln. Wir haben so einen Rat bei dieser Protestbewegung. Es geht darum, diese Postulate zusammenzuschreiben, zusammenzubringen. Und dazu gehören auch bestimmte Postulate und Anforderungen von Seiten der LGBTIQ-Community. Es geht im Moment noch nicht darum, welches Gesetz dann ins Parlament kommt oder was im Strafgesetzbuch dann stehen sollte. Aber das, was wir im Moment machen können, wir können diese Bewegung auch um die Postulate herum konsolidieren. Das heißt, auszuloten, was für Menschen besonders wichtig ist in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch die Kraft dieser Bewegung. Sie würden sich wahrscheinlich nicht als Leader bezeichnen, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern als Koordinatorin. Aber Sie würden wahrscheinlich sagen, wir möchten nicht schon wieder die Situation haben, dass eine Gruppe von Menschen gesagt wird, okay, dein Thema, das ist so ein zweitrangiges Thema. Das ist eine Art der Diskussion, die wir in Polen schon seit vielen, vielen Jahren kennen. Und ich glaube, das ist natürlich sehr negativ für diese Menschen, die auf die Straßen gehen mit konkreten Anforderungen, und dass die LGBT-Bewegung ist sehr präsent bei diesen Protesten. Unter den offiziellen Postulaten befinden sich auch solche. Wir sammeln diese Stimmen, wie gesagt, und wir hoffen, dass sie bald veröffentlicht werden, zusammen mit anderen Themen, die noch bei diesen Protesten auftauchten. Herr Bodnar, meine Frage ist vielleicht ein kleines bisschen provokativ, aber warum diese rechtsradikalen Gruppierungen oder nationalistischen oder die regierende Partei, warum konzentrieren Sie sich auf dieses Thema der Sexualität, auf die Reproduktion, Frauenrechte, Rechte der sexuellen Minderheiten, sexuelle Erziehung in den Schulen, Genderfragen? Warum sind Sie sozusagen so fixiert auf diesem Thema? Ich glaube, es gibt drei Hauptgründe. Erstens, das ist natürlich rechte Regierung, und das ist und war immer schon Gegenstand der internen Diskussion dort. Mehr oder weniger, das ist eine Regierung, die für sie zu progressiv sind, dass sie davon absehen. Also sie wollen das traditionelle Familienbild. Und ich glaube, wenn verschiedene Worte, Argumente fallen, vor allem gegen zum Beispiel LGBT-Personen oder Frauen, die unter anderem eine große Unterstützung der römisch-katholischen Kirche genießen in Polen, die Kirche selbst benutzt eine homophobe Sprache, wohlbemerkt. Und diese Parteien fühlen sich dadurch oder davon unterstützt. Sie können auch auf dieser Basis weiterhin ihre Stärke aufbauen. Der zweite Grund ist, dass innerhalb der regierenden Partei die Diskussion dauert, wer eigentlich das Recht hat, auf der rechten, rechten Seite zu stehen. Zum Beispiel am Anfang
gleich nachdem PiS die Wahl gewonnen hat, 2015. Rechts von der PiS gab es eigentlich keine politische Konkurrenz, aber die Wirklichkeit hat sich verändert 2019, als ins Parlament eine noch weiter rechts basierende oder basierte Partei eingezogen ist. Und dann ging es um 5, 7, 9% und es folgten dann zwei Prozesse. Der erste, das war der Kampf mit der Konföderation und dann der Kampf, der innere Kampf innerhalb der PiS-Partei. Und ich glaube, die Ereignisse polnische Stonewall am 7. und 8. August, brutale Verhaftungen der Demonstrierenden am Abend, am 7. August, also Demonstrierende, die LGBT unterstützten, das war, glaube ich, eine Folge von internen Reibungen in dem Machtlager. Denn dann folgt eine Diskussion über die neue Regierung der Vereinten Rechten und die Nominierung von Minister Czarnek zum Minister der Bildung und Wissenschaft, eine sehr radikale Person. Ich möchte nicht mal die Thesen von ihm zitieren, das ist eine pure Homophobie. Warum wurde er nominiert? Ich glaube nicht, weil er die Bildung sehr effizient managen kann, sondern es ging, glaube ich, darum zu zeigen, also radikale Personen haben wir bei uns, die gehören zu uns und nicht zu anderen Parteien. Also, ihr müsst mit uns konkurrieren. Wir haben nicht nur radikale Personen innerhalb von unserer Partei, sondern auch gute Instrumente. Und dabei geht es natürlich darum, das Schulwesen zu beeinflussen und jeden zu schikanieren, der mit den demonstrierenden Frauen sympathisiert und denjenigen, die die Minderheiten unterstützen möchten. Und der dritte Grund für mich ist der Kampf, der ideologische Kampf, aber das ist auch eine Möglichkeit, den Kampf mit der Corona-Pandemie ein bisschen in den Hintergrund zu bringen, zu verschieben. Und ich glaube, das ist ein Versuch, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umzulenken von der Corona-Pandemie und die eine hohe Anzahl von Covid-Fällen. Und aber die Regierung möchte zugleich auch zeigen, wie ideologisch sie ist. Die Bundesregierung zum Beispiel hat Polen Unterstützung angeboten im Kampf gegen Covid. Und die polnische regierende Partei sagte, naja, wir brauchen das nicht. Der Staatspräsident Duda hat einen Brief geschrieben, sogar an den Bundespräsidenten Steinmeier. Na, vielleicht können wir euch helfen. Naja, sowas. Deswegen habe ich einen ganz scharfen Appell gerichtet an den Ministerpräsidenten, dass wenn wir unsere Gesundheit und Leben schützen wollen, dann sollen wir auch dieses Angebot in Anspruch nehmen, wenn wir so ein Angebot bekommen haben. Das gehört zur europäischen Solidarität. Wenn uns jemand die hilfreiche Hand streckt, dann sollen wir davon Gebrauch machen. Aber das zeigt auch, wie man mit solchen Fragen in Polen umgeht, wie dieser ideologische Kampf die Vernunft einfach ersetzt. Jetzt bin ich unmuted, selber den Fehler gemacht. Jetzt switche ich kurz zu Deutsch, weil wir haben ein paar Fragen tatsächlich von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, von Morgan Doll direkt an Sie, Herr Bodnar. Mich würde nochmal eine
ausführlichere Einordnung, Einschätzung der Rolle von Ordo Iuris bei der Einschränkung Gleichberechtigungsrückbau von reproduktiven Rechten und LGBTIQ-feindlichen Beschlüssen interessieren. Und vorher war noch eine Frage, welche Beschlüsse waren das genau, wenn Sie das direkt antworten könnten. Ich denke, dass Ordo Iuris, das ist so eine Organisation, die erstens sehr gut international verlinkt ist mit Organisationen, vor allem in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern und auch mit Organisation TFP in Brasilien. Zweitens ist es eine Organisation, die sich auf rechtliche, juristische Argumentation spezialisiert. Also sie nutzen ähnliche Methoden wie viele Organisationen, die in dem juristischen Monitoring spezialisiert sind. Sie fördern aber die Werte, die für konservative Gruppen typisch sind. Zum Beispiel, wenn Ordo Iuris ein Gutachten vorstellt an den Gerichtshof in Straßburg, dann meinen sie, okay, der Gerichtshof soll nicht über ihre Kompetenzen hinausgehen und so weiter. Und drittens, Ordo Iuris ist es gelungen, durch taktische Bündnisse mit der Regierung viele Personen in den Regierungskreis zu platzieren. Zum Beispiel der heutige Vizeaußenminister. Vorher war es Alexander Stempkowski. Er war Vizeaußenminister und er war vorher Chef der Ordo Iuris. Heute ist er Richter des obersten Gerichts. Also sie versuchen, die Strukturen zu infiltrieren, manchmal auch auf der niedrigeren Ebene. Aber ich glaube, das ist sehr kennzeichnend für diese Organisation. Und last but not least, hat diese Organisation ein Netzwerk mit anderen Organisationen innerhalb der Kirche oder nahe der Kirche, je nachdem, was gerade nötig ist. Es wird gelobt, zum Beispiel bei den Diskussionen über die Anpassung des Gesetzes über die Diskriminierung von Frauen. Ordo Iuris war nicht gerade das Mitglied dieses Ausschusses, aber personal stimmte alles, denn es waren eigentlich die ganze Zeit dieselbe Person. Das ist eine Organisation, die eine gute Finanzierung genießt. Die Quellen sind dabei nicht ganz klar. Wir als Öffentlichkeit haben keinen Zugang zu diesem Wissen, von wem die Organisation finanziert wird. Diese Organisation ist auch sehr aktiv bei der Bekämpfung ihrer Gegner. Ich möchte im Moment nicht über viele Aktivisten sprechen, die viele Probleme haben, aber sie benutzen sehr gerne so eine Methode, das würde ich als Slap-Methode bezeichnen. Also wenn jemand über sie was Böses sagt, dann wird er sofort angeklagt. Inklusive Radek Sikorski, Marta Lempart wurde auch angezeigt. Wenn es um meine Wenigkeit geht, 2016 hat Ordo Iuris ziemlich stark versucht, mich abzuberufen. Sie sammelten Unterschriften unter einer Petition, aber zum Glück ist es gescheitert. Naja, ich glaube, die beeinflussen die Wirklichkeit. Eines, was ganz wichtig dabei ist, das ist die Neuauslegung von bestimmten Begrifflichkeiten und der Versuch, bestimmte Sachen neu zu verstehen. Ich würde das so formulieren, dass Ordo Iuris konnte 2018 also den heiligen Gral der Argumentation entdecken. Und das verbindet mich mit der nächsten Frage. Und zwar 2018 hat der neue Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski,
eine Charta LGBT Plus verabschiedet, unterzeichnet. Das wird meistens verabschiedet in den Großstädten oder in der Hauptstadt. Es geht um die Politik der LGBT-Person gegenüber. Es ging um die Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen, um entsprechende Reaktion auf die Hate Speech. Aber eine der Formulierungen sagte, dass NGOs in den Schulen Sexuellerziehung führen können, und zwar konform mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Und Ordo Iuris hat in den Handbüchern von WHO gelesen und hat den Inhalt dieser Handbücher quasi neu interpretiert. Ich möchte etwas mehr dazu sagen. Es geht darum, die Methode gut verstehen zu können. Also in diesen Anleitungen von der Weltgesundheitsorganisation steht, wie ein Kind seinen Körper und sexuelle Bedürfnisse allmählich entdeckt. Und diese Person von der Ordo Iuris sagte, schaut mal, eure Kinder werden da unterrichtet. Das werden die Inhalte, die von euren Kindern dann gelernt werden. Und das war natürlich falsch. Seitdem aber begann eine Kampagne, die darin bestand, dass bestimmte Gemeinden, Kreise Beschlüsse gegen die vermeintliche LGBT-Ideologie verabschiedete. Also die LGBT-Ideologie bedeutet, dass es obligatorisch wird, Sexualerziehung an der Sexualerziehung teilzunehmen. Und die Stellung des Sprechers für Kinderrechte, Mikołaj Pawlak, sagte vor kurzem, dass in Posen Sexualerzieher Kinder identifizieren, die vielleicht Probleme haben können mit der geistigen Gesundheit und ihnen Tabletten verabreichen. Dadurch kann das Geschlecht des Kindes gewechselt werden, geändert werden. Und naja, ich weiß, es hört sich absurd an, aber dabei geht es darum, das Thema der Sexualerziehung mit LGBT-Personen in Verbindung zu bringen, die angeblich eine Gefahr darstellen für Kinder und Eltern und sogar eine Bedrohung sind für das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Und diese Charta sollte dazu dienen, zu sagen, naja, bei uns in der Gemeinde, im Kreis wird sowas nicht zugelassen. Das wird bei uns nicht passieren. Erst durch internationale Kritik und erst wenn es wirklich verstanden werden konnte, wie homophob diese Beschlüsse sind, erst später wurde die Charta, die kommunale Charta der Familienrechte verabschiedet. Wir nennen das so, das sind solche Beschlüsse, das ist so wie ein Werbespot für alkoholfreies Bier. Naja, wir sagen, wie toll dieses alkoholfreie Bier ist, aber wir wissen im Grunde genommen, dass die meisten Menschen auf ein ganz normales Bier zugreifen möchten und nicht auf ein alkoholfreies. Und ich glaube, dass dieser Prozess aber gebremst wird. Super, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Ich würde gerne jetzt an Terry Reindke weitergeben. Hier sind einige Fragen, unter anderem eine Sache ist schon gefallen. Ist die EU effektiv genug?
Und hier ist noch eine Frage, halten Sie es oder hältst du es für möglich, dass die Konditionalisierung von EU-Geldern so schnell umgesetzt wird, dass es eine Auswirkung auf die Situation in Polen haben kann? Ja, danke erstmal für die spannenden Fragen. Ich würde gerne, bevor ich auf die eingehe, nochmal einen Punkt, den Adam Bodnar gerade auch schon angesprochen hat, wieder aufnehmen. Und das ist die Rolle von Ordo Iuris beziehungsweise anderen Organisationen, autoritären Organisationen, homophoben Organisationen, misogynen Organisationen, weil ich glaube, dass die sehr, sehr zentral ist. Er hat bereits die sehr engen Verbindungen zu evangelikalen Rechten, die sich eben weltweit vernetzt, angesprochen. Und da glaube ich auch, und das ist so ein bisschen eine Selbstkritik an, ich würde mal sagen, progressiven Kräften, gerade auch auf europäischer Ebene, auch zum Beispiel was sexuelle und reproduktive Rechte angeht, aber auch was LGBTI-Rechte angeht. Ich habe den Eindruck, wir haben lange geglaubt, diese Organisationen sind ja in der Tendenz eben ne, rassistisch, homophob, frauenfeindlich und eben auch sehr nationalistisch häufig. Und deshalb würden die sich sozusagen nicht so ein weltumspannendes Netzwerk aufbauen. Ganz im Gegenteil, die haben in den letzten Jahrzehnten massiv investiert. Und ja, da steht auch richtig viel Geld dahinter, um sich genau so ein Netzwerk aufzubauen, was auch als Gegenbewegung zu feministischen LGBTI-Bewegungen weltweit wirklich organisiert worden ist. Die nutzen auch zum Teil sehr bewusst Aktionsformen, Wege, die sozusagen in der Menschenrechtsarbeit von progressiven Kräften genutzt worden sind, um Dinge wieder zurückzudrehen. Und Ordo Iuris ist da, würde ich mal sagen, eines der besten Beispiele. Die sind auch nicht nur in Polen aktiv, die sind auch in anderen europäischen Ländern aktiv. Dieser Vorschlag zur Einschränkung des Abtreibungsrechts, kurz nachdem er das erste Mal in Polen eingebracht worden ist, auch in Litauen eingebracht worden. Also es gibt sozusagen wirklich eine grenzüberschreitende Organisation. Die probieren auch immer stärker in internationale Organisationen reinzukommen. Also hier die Kommission, das Europäische Parlament zu lobbyen, aber auch UN-Organisationen, die OSZE, und so weiter und so fort. Also da ist richtig ein Wumms dahinter und ich glaube, wir müssen uns strategisch sehr viel stärker überlegen, wie wir als progressive Kräfte uns dazu positionieren, weil wir haben das einfach zu lange, finde ich, einfach so passieren lassen. Das nochmal wichtig, auch so unter dem Stichwort dieser Anti-Gender-Bewegung, die wir gerade wahrnehmen. Jetzt dazu, was die EU machen kann. Ich habe da ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Also vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die das vielleicht nicht so intensiv verfolgt haben. Es gibt ja bereits ein Artikel 7-Verfahren gegen Polen. Das ist eins von zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union, die gerade in diesem Verfahren, also in einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren stecken. Das eine ist Polen, das andere ist Ungarn. In Polen ist das Mandat von der Kommission ausgehend sehr begrenzt auf die Frage der Unabhängigkeit der Justiz. Also so Grundrechtsfragen sind da nicht drin. Das ist in dem Mandat gegenüber Ungarn anders, weil das vom Parlament ausgegangen ist. Das führt dazu, dass es so ein bisschen zum Teil eine begrenzte Sicht in der Kommission auf die Problemlagen in Polen gibt, meiner Meinung nach. Aber dass die Tatsache, dass es diese Parallelität gibt zwischen Polen und Ungarn, die führt dazu, dass am Ende, also um dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren zu einem Abschluss zu bringen, braucht es Einstimmigkeit im Rat. Und ihr könnt euch alle vorstellen, was da passiert. Ungarn schützt Polen und Polen schützt Ungarn. Also es wird höchstwahrscheinlich, das erwartet hier in Brüssel eigentlich niemand, keinen wirklichen Abschluss geben. Das heißt aber nicht, dass dieses Verfahren nicht nach wie vor am Laufen ist. Das zweite Instrument, und das haben ja, glaube ich, auch schon einige in den Fragen angesprochen, sind eben Vertragsverletzungsverfahren. Wir haben sehr konkrete Fälle, wo diese sogenannte Justizreform, die in Polen durchgeführt wird, auch schon jetzt gegen EU-Recht verstößt. Da hat es einige Verfahren gegeben, wo dann auch Dinge angepasst worden sind. Es gibt gerade einige Sachen, die da am Laufen sind. Das eine bezieht sich auf die Disziplinarkammern. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Und das andere um einen Nationalrat, der sozusagen RichterInnen benennt in Polen. Und da wird immer wieder gesagt, dass die Peace-Partei eigentlich versucht, und das ist mittlerweile was, was man sehr leicht auch belegen kann, die politische Kontrolle über die Justiz zu bekommen und damit eben den Grundsatz der Gewaltenteilung aufzubrechen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die die Europäische Union hat, auch mit konkreten Grundlagen aus EU-Recht gegen solche Gesetzesvorhaben in Polen vorzugehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt einige Sachen, aber es gibt immer noch viel zu wenig. Die Kommission ist sehr zurückhaltend, was das angeht. Die wollen wirklich, dass solche Fälle super wasserdicht sind, bevor sie das anstreben, um auf gar keinen Fall am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof damit zu scheitern. Wir als Europäisches Parlament fordern eigentlich noch weitergehende Schritte. Wir wollen zum Beispiel, dass gegen diese angesprochenen sogenannten LGBT-ideologiefreien Zonen ein Vertragsverletzungsverfahren angestrebt wird.
Die Rechtsbasis, die wir dafür sehen, ist der Equality Employment Act. Also es gibt ja bereits Antidiskriminierungsgesetzgebung auf europäischer Ebene im Bereich des Arbeitslebens, also im Beschäftigungsbereich, wo eben auch aufgrund von sexueller Orientierung nicht diskriminiert werden darf. Und da ja diese Gemeinden, die angesprochen worden sind, die sich so erklärt haben, eben auch Arbeitgeber sind, sagen wir, dass da eigentlich schon jetzt gerade sozusagen eine Grundlage da ist, was dagegen zu tun. Sieht die Kommission bis dato noch anders? Ich will vielleicht mal den politischen Aspekt in den Raum stellen, dass wir gerade am Ende der Haushaltsverhandlungen stehen. Der europäische Haushalt muss einstimmig beschlossen werden. Auch deshalb sehen wir zumindest, dass die Kommission im Moment sehr, sehr zurückhaltend ist, irgendwas zu tun. Und das bringt mich zu dem Punkt, der ja auch noch mal konkret, Joanna, von dir in der Frage angesprochen worden ist, diese Konditionalisierung. Wir haben jetzt gemeinsam mit dem Rat ein Preliminary Deal, heißt das hier, also einen vorläufigen Deal für diese Konditionalität erreicht. Für uns als Parlament war immer wichtig, dass das am Ende wirklich auch ein Instrument ist, was genutzt werden kann. Ne? Also, dass die Kommission das nicht nur so irgendwie im verstaubten Schrank hat, sondern dass die wirklich dann auch bei konkreten Fällen aktiv werden können. Das, was jetzt dabei rausgekommen ist, ist natürlich nicht das, was wir wollten. Das ist irgendwie so ein bisschen der Charakter von solchen Verhandlungen. Wir sehen aber schon, dass es durchaus eine Möglichkeit gäbe, dass das genutzt werden würde. Und genau deshalb, das haben vielleicht einige von euch auch verfolgt, haben bereits Ungarn und mittlerweile meines Wissens nach auch die polnische Regierung gesagt, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus kommt, dann blockieren sie den gesamten europäischen Haushalt, weil sie eben wirklich Schiss haben, dass die Kommission dann bestimmte Mittel einfrieren würde von europäischer Ebene. Ich glaube, dass das am Ende ein Bluff ist. Ich glaube nicht, dass man das in Polen oder Ungarn erklären kann. Das sind zwei Länder, die am allermeisten von EU-Mitteln in ihren öffentlichen Investitionen abhängig sind, dass man das wirklich am Ende durchsetzen kann, weil dann würde gar kein Geld mehr fließen ab 2021. Aber das ist natürlich hier gerade eine sehr, ich würde mal sagen, kontroverse und angespannte Situation, die wir haben. Was die konkrete Umsetzung dann angeht, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Wir gehen davon aus, dass falls diese Konditionalität in Kraft tritt, dass Ungarn und Polen als erstes wahrscheinlich gegen diesen Gesetzesakt vor dem EuGH klagen würden. Also das ist nochmal so eine aufschiebende Wirkung, dass sie das versuchen würden, mit aller Macht sich dagegen zu sperren. Deswegen, ob das jetzt wirklich was ist, was dann schon im nächsten Jahr aktiviert werden könnte, selbst wenn wir den Haushalt mit dieser Konditionalität durchbekommen, steht so ein bisschen in den Sternen. Ich kann nur sagen, das Europäische Parlament ist da wirklich wahnsinnig geeint und wahnsinnig entschieden, das zu nutzen, weil wir halt eben auch sehen, dass die bisherigen Instrumente, die wir haben, also das Artikel 7-Verfahren einerseits und diese Vertragsverletzungsverfahren andererseits, dass die eben nicht weit genug gehend sind, um diese Dynamiken, diese Blockaden einfach auch zu ändern. Und Joanna, wenn ich noch einen letzten Punkt ergänzen darf, weil wir diese Woche auch noch etwas sehr Historisches erwarten, die LGBTI-Strategie der Europäischen Kommission. Und weil das eben auch meiner Wahrnehmung nach auf Polen Auswirkungen haben könnte. Wir haben das nach langen Kämpfen durchbekommen, dass es eine Strategie der Europäischen Kommission gibt. Die wird am Donnerstag vorgestellt. Da werden sehr viele unterschiedliche Maßnahmen drinstehen. Wir erwarten aber zwei, finde ich, sehr wichtige legislative Maßnahmen, die auch für Polen wahnsinnig relevant sein werden. Das eine ist, dass es eine sogenannte gegenseitige Anerkennung von Dokumenten und Urkunden gibt zwischen EU-Mitgliedsländern. Und nur um das vielleicht nochmal auf das zu beziehen, was Lisa am Anfang erklärt hatte, dieses polnische Paar, was in Dänemark geheiratet hat, aber wo deren Ehe in Polen eigentlich nur ein Blatt Papier ist, weil es eben keine gleichgeschlechtliche Ehe in Polen gibt. Genau solche Situationen, da würde eben Rechtssicherheit für die Paare geschaffen werden. Das würde bedeuten, zum Beispiel ich bin mit einer Französin zusammen, wir würden hier in Belgien heiraten. Das heißt, wenn wir dann später nach Polen ziehen, dann könnte uns die polnischen Autoritäten nicht einfach unsere Dokumente für nicht gültig erklären, sondern wir würden nach wie vor als EU-Bürgerinnen Freizügigkeit genießen. Das wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung für LGBTI-Paare, für natürlich auch vor allem Transmenschen zum Beispiel, für Regenbogenfamilien. Und deshalb wäre das wahnsinnig wichtig. Und der zweite Punkt, den wir erwarten, auch einen legislativen Vorschlag,
Da geht es um die Kriminalisierung von Hassrede und Hasskriminalität. Auch das wäre ein Riesenschritt, weil ich meine, Adam und Mirka haben das ja erwähnt, wie sehr die LGBTI-Community unter Druck gesetzt wird und wie wenig Schutz es eigentlich gibt von öffentlicher Seite für die entsprechenden Communities. Und wenn wir jetzt da hinbekommen würden, eine europäische Gesetzgebung zu schaffen, wäre das natürlich auch ein Riesenschritt für die Community in Polen. Zu der Sache muss ich aber dazu sagen, um das hinzubekommen, braucht es auch Einstimmigkeit im Rat, also dieser zweite Gesetzesentwurf. Deshalb ist natürlich die Frage, ob es überhaupt eine Chance hätte, mit dieser polnischen Regierung am Ende durchzukommen. Aber trotzdem ist es für uns immer wichtig, dass es diese Vorschläge gibt und dass die Kommission da handelt und wir damit vielleicht auch so ein bisschen eine positive Gegenbewegung anregen, weil gerade ja manchmal der Eindruck entsteht, dass es hauptsächlich Abwehrkämpfe sind, die wir kämpfen. Und ich glaube, so auch in so einer etwas globaleren Perspektive ist wichtig, auch immer wieder zu zeigen, wir gewinnen auch an ganz vielen Stellen. Ja, wenn wir uns mal anschauen, in wie vielen Ländern es mittlerweile die Ehe für alle gibt, in wie vielen Ländern auch konkret Antidiskriminierungsgesetzgebung vorangetrieben wird. Also es gibt diese positiven Beispiele auch. Und ich glaube, das ist manchmal wichtig, wenn man so viel kämpfen muss, dass man auch diese Hoffnung hat, immer wieder zu sehen, dass es auch positive Schritte gibt. Genau, jetzt war ich sehr lang, tut mir leid. Nein, alles gut, sehr interessant und vor allem, wenn es mit einem Ausblick Richtung Hoffnung endet, ist ja umso schöner. Aber ich hatte eine andere Frage. Du bist ja mit unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen im Europaparlament, hast ja erwähnt, das sind eben die Leute, die nicht unbedingt mit deiner Stimme sprechen, so würde ich das jetzt bezeichnen, möglichst neutral. Wie siehst du das? Werden die Leute, wird der konservative Teil der polnischen Bevölkerung mitgenommen bei diesen Diskussionen? Also diejenigen, die dann eben Richtung Ordo Iuris sich orientieren oder eher Richtung Konfederatia, der ultrarechten Partei. Wird ihre Meinung mitgenommen bei den Diskussionen? Wie schätzt du das ein? Also ich würde sagen, es gibt ja sozusagen, wenn wir uns mal das polnische Parlament angucken, zu dieser Situation, die gerade in Polen ist, die polnischen Abgeordneten im Europäischen Parlament angucken, gibt es ja eigentlich abgesehen von einer Fraktion eine relativ einhellige Meinung, dass sozusagen viele der Dinge, die gerade in Polen passieren, absolut gegen Grundwerte europäischer Gesellschaften gehen. Und das geht eben von, ich würde jetzt mal sagen, weiter links stehend, eine Person wie Robert Biedron bis zur PO, was ja in sich eine konservative Partei ist, ne? Also die sitzen mit in der konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, die haben auch sehr viele, ich würde mal sagen, jetzt auch gerade in dem Zusammenspiel mit einer Person wie mir, die einen aktivistischen Hintergrund hat, die queer ist, die sehr feministisch ist, vielleicht auch erstmal so eine gewisse Distanz empfunden haben und die ja aber genau auch versuchen, solche Bevölkerungsgruppen, die sich vielleicht klassisch als konservativ einsortieren würden, die eben anzusprechen und das auch für die zu übersetzen und zu sagen, so, es geht hier vielleicht zum Teil um Bevölkerungsgruppen, zu denen ihr jetzt nicht so eine Nähe empfindet, weil ihr vielleicht keine Menschen kennt, die aus der LGBTI-Community kommen oder weil das für euch zum Teil vielleicht auch sehr weit weg wirkt, aber nichtsdestotrotz immer wieder zu übersetzen, was bedeutet das eigentlich für grundlegende demokratische Werte, was da passiert, ja, und wie entfremdet uns das eigentlich auch von dieser ja wahnsinnig kraftvollen Demokratiebewegung, die es eben in Polen in den 80er Jahren, in den 90er Jahren gegeben hat und mit der ja auch, also ich bin 87 geboren, ja, ich bin aufgewachsen mit dem ganz klaren Bild in meinem Kopf, so die Menschen in Polen, die kämpfen für Freiheit, die kämpfen für Demokratie, ja. Und das, glaube ich, klar zu machen, so das sind so Errungenschaften, die wir gemeinsam als Polinnen und Polen erkämpft haben und die werden jetzt gerade angegriffen. Da werden nicht nur irgendwelche Minderheiten in Anführungsstrichen, also irgendwelche LGBTIs angegriffen, sondern wir als Gesellschaft, das wird irgendwie in Frage gestellt und da würde ich schon sagen, dass das versucht wird. Ich will noch einen anderen Punkt erwähnen, gerade auch was LGBTI-Organisationen immer wieder machen. Es gibt ja durchaus auch kirchliche AkteurInnen, also zum Beispiel in der katholischen Kirche in Deutschland, in protestantischen Kirchen wahrscheinlich noch sehr viel stärker, die eine sehr andere Herangehensweise zu diesem Thema LGBTI-Rechte haben. Ja, also wenn ich mir mal Laienorganisationen katholisch in Deutschland angucke, die zum Teil LGBTI
Untergruppen gegründet haben und so weiter und so fort. Und was wir zum Teil auch versuchen, über LGBTI-Organisationen ist, Kontakt zu denen aufzunehmen und zu sagen, die katholische Kirche in Polen ist ja auch kein monolithischer Block. Ja? Da sind ja auch unterschiedliche Menschen, da sind unterschiedliche Bischöfe, die unterschiedliche Meinungen vertreten. Und denen einfach immer wieder sagen, nehmt doch Kontakt auf zu euren polnischen Counterparts und macht klar, das, was da gerade passiert, dieser Hass, der ausgeschüttet wird auf diese Community, der ist einfach nicht okay. Und das hat nichts mit Christlichsein zu tun. Das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Und das ist, glaube ich, was das immer mehr Momentum aufnimmt. Und jetzt noch mit dieser Aussage des Papstes, der ja auch noch mal gesagt hat, dass wir ja auch Kinder Gottes sind und dass wir deshalb, ich bin selber katholisch, deswegen hat mich das natürlich gefreut. Und dass wir sozusagen deshalb auch Rechte verdienen, das ist natürlich was, wo man vielleicht auch nochmal diese zum Teil auch konstruierte, diesen Dualismus zwischen, das sind die, was weiß ich, westlichen, dieses Schreckgespenst von LGBTI, alle verrückt und wir sind die guten, konservativen, christlichen Polen hier, das halt einfach aufzubrechen und zu sagen, da gibt es eine andere Dynamik, weil es eben auch ganz viele kirchliche Akteure gibt, die gegen diesen Hass argumentieren. Unter anderem eben der Papst himself sozusagen, der aus Rom sagt, so Leute, wollt ihr eigentlich andere Leute mit Steinen bewerfen, nur weil sie anders leben als ihr? Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um eben diese immer weitergehende Polarisierung und Eskalation auch so ein bisschen, so ein bisschen abzuschwächen zumindest. Mhm, super, vielen Dank. Da haben wir noch eine weitere Frage, die sich an Mirka wendet. Also eine tolle Veranstaltung, das möchte ich auch gerne betonen, dass es hier sehr viel Lob gibt, auch für Terry, für die Unterstützung. Und die Frage an Mirka ist, was konkret würde von Seiten der europäischen Institution aus jenseits des angesprochenen Konditionalitätsmechanismus nötig sein bzw. helfen, um den Abbau von Frauen und LGBTIQ-Rechten in Polen aufzuhalten? Und was wäre wünschenswert in puncto Unterstützung der parlamentarischen Opposition oder der in Polen wohnenden Aktivisten, Aktivistinnen aus der EU und der europäischen Zivilbevölkerung? Danke für diese Frage. Ich denke, dass auf der Ebene der europäischen Institution, da hat schon Terry sehr viel gesagt, also was da getan werden kann und getan wird. Ich glaube, was am wichtigsten sind zwei Fragen. Das eine ist die Miteinbeziehung zum Artikel 7, auch die Frage der Grundrechte. Nicht nur von LGBTI-Personen, sondern alle Minderheiten. Denn diese beiden Fragen verzahnen sich ja und sind ja voneinander abhängig. Und das ist unglaublich wichtig, dass man bei allen Diskussionen dieses Thema mit einbezieht und darüber spricht. Die zweite Frage, es gibt noch einige Instrumente, die die Europäische Kommission leider nicht benutzt. Und sie hat das in ihren Möglichkeiten, und zwar das ist die Vertragsverletzungsverfahren. Das könnte man gegenüber Polen anwenden im Zusammenhang mit den LGBT-freien Zonen. Und ich glaube, das könnte entschieden die kommunalen Selbstverwaltungen in Polen beeinflussen und die sozusagen so einen Einfrierungseffekt haben. Das wäre das nächste Signal, das sagen würde, ist einfach unzulässig. Das gibt es immer noch nicht. Dieses Zeichen und noch eine andere Sache, wenn wir es breiter angehen im Kontext der Änderung der Gesetze in Polen, das ist ja sehr verspätet sozusagen alles, was die LGBT-Community anbetrifft. Es gibt ja eigentlich also nur diese Antidiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen eben die EU unbedingt. Aber wie Terry gesagt hat, da brauchen wir eine Reform, wie der Rat funktioniert. Ja, der funktioniert einstimmig. Und Polen oder auch die Ungarn, sie heben dann oft ihre Schwerter und sagen, ja, das werden wir jetzt nicht machen und wir werden den Haushalt nicht genehmigen. Und das hält natürlich bestimmte progressive Ideen auf.
die sich eigentlich in den Plänen der Strategie befinden, die Frau von der Leyen hervorgesagt hat. Einige Reformen sind wirklich notwendig und es gibt ja ein Einverständnis auf europäischer Ebene bezüglich dieser Reformen und man muss das einfach reformieren. Das kann nicht so sein, dass manche Mitgliedsländer Reformen blockieren und die Gemeinschaft erpressen, indem sie nicht einverstanden sind mit manchen legislativen Lösungen auf der Ebene von Richtlinien. Noch eine Frage, Mirka, war, wie die Unterstützung aussehen sollte. Also Unterstützung für die Aktivistinnen. Ich denke, wenn es auf der Ebene von Bürgerinnen und Bürgern Europas geht, was wichtig, da gibt es einige Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, dass man mit den eigenen Regierungen Kontakt aufnimmt und sie fragt, was macht ihr denn dagegen, dass das Recht der Grundrecht oder die Grundrechte in Polen gebrochen werden und konkrete Antworten verlangen. Denn das überträgt sich dann auf die europäische Ebene und auf die Entscheidung im Rat. Wir brauchten einen immer größeren Druck, nicht nur seitens der Bürgerinnen und Bürger in Polen gegenüber den europäischen Institutionen, sondern auch der Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Mitgliedsländer, die ihre Regierung, die Druck auf ihre Regierung ausüben sollten, damit diese Regierung hart bleiben bei den Verhandlungen, bei denen entschieden wird über bestimmte Mechanismen und Instrumente, die zugänglich ist. Was man auf der Ebene der Solidarität mit der LGBTI-Community in Polen machen kann, ich glaube, man kann die NGOs immer unterstützen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, zum Beispiel finanziell unterstützen, aber auch mit einem guten Wort immer. Das ist, glaube ich, wichtig und auch Informationen darüber. Wir wissen, dass ihr dort seid. Wir sind bei euch. Ihr seid nicht allein. Das ist ungeheuer wichtig, vor allem in den Momenten, wo die Angriffe stärker werden. Wenn ihr also in den Nachrichten seht, dass in Polen etwas ganz Schlimmes passiert und dass die Repressionen stärker werden, schreibt es einfach auf Facebook zu einer LGBTI-Organisation. Wir sind mit euch. Wir denken an euch. Ihr seid nicht allein. Dankeschön. Herr Bodner, da gibt es noch Fragen an Sie. Die Frage, die Entscheidung, der Beschluss des Verfassungsgerichts wurde immer noch nicht veröffentlicht bezüglich dieses letzten Abtreibungsgesetzes. Warum? Wie sehen Sie das? Und dann noch eine weitere Frage. Eine Teilnehmerin würde interessieren, der Vergleich der LGBTIQ mit dem Neobolschewismus interessieren, warum die Regierung das vergleicht. Und die dritte Frage, wie können europäische Institutionen das Recht und den Rechtsstaat in Polen schützen und die Protestierenden unterstützen? Vielen Dank für die enorm interessanten Fragen. Ich fange von hinten an. Das wird daran anknüpfen, was Mirka gesagt hat, im Kontext dessen, was noch passieren könnte auf europäischer Ebene. Mir scheint, die erste Sache, von der ich erzählen möchte, ist, dass die Kommission diesen berühmten Bericht zur Rechtsstaatlichkeit veröffentlicht hat. Ich glaube, wir müssten da Druck machen, dass dieser Bericht nicht nur ein Brüsseler Dokument bleibt, wenn ich das so nennen kann, sondern dass dieser Bericht zum Gegenstand von Diskussionen in den einzelnen Mitgliedsländern sein wird. Bei den Parlamenten in Polen, zum Beispiel im Senat, sollte man darüber diskutieren, was daraus folgt. Wie wird Polen beurteilt? Wie werden die anderen Mitgliedstaaten beurteilt? Da sollten die einzelnen
Parlamente machen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Dokument. Das kann nicht so sein, dass es irgendwo liegt und keiner darüber diskutiert im Lande. Denn die Ereignisse werden beschleunigt, aber man muss darauf zurückkommen. Es ist doch eine unabhängige, kritische Beurteilung Polens, die vorgenommen wurde. Und im Kontext dessen sollte man auch über die Respektierung der Minderheitenrechte nachdenken, weil diese keine entsprechenden Garantien haben. Das Zweite im Kontext der EU möchte ich noch sagen, was Mirka gesagt hat über die Beschlüsse der Kommunalverwaltung. Es gab ein Interview mit Vera Jourova, dass diese Urteile eine politische und keine rechtliche Bedeutung hätten. Das war aber nicht der Grund für mich, warum ich das eingeklagt habe. Das sind keine allgemeinen Worte darüber, dass wir die oder die anderen Personen nicht mögen. Das sind Beschlüsse, die konkrete rechtliche Folgen haben. Wenn wir uns vorstellen, dass die jeweilige Gemeinde Arbeitgeber ist, nicht nur beim Gemeindeamt, aber indirekt in allen Betrieben der Kommune, in den Schulen, in den Wasserwerken, wenn die alle der Gemeinde unterliegen. Kann ein durchschnittlicher Mathelehrer dann ein Coming-out in der Gemeinde machen? Das kann er nicht. Er wird unterdrückt werden und schikaniert. Und ich weiß gar nicht, ob die Schule jemanden anstellen kann, der schon sein Coming-out gemacht hatte. Also eine Person ist, die schwul ist oder lesbisch. Er könnte das nicht. Und da gibt es Dinge vom EuGH, die bestimmen über die Diskriminierung bei der Beschäftigung. Und ich glaube, eine Analyse seitens der Kommission, was das Vertragsverletzungsverfahren betrifft, wäre nichts Falsches. Die Kommission sollte das tun. Und ich habe auch Angst darum, was mit meinen Klagen passiert, die vor den Verwaltungsgerichten jetzt laufen. Was passiert mit denen, wenn die an das oberste Verwaltungsgericht kommen? Wenn wir von der europäischen Ebene sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass Europa nicht nur die EU ist. Vor dem Europäischen Menschengerichtsform sind jetzt große Sachen anhängig, die Nichtanerkennung von ehelichen Partnerschaften in Polen betreffen. Man sollte verlangen, dass in Straßburg ein Verfahren stattfindet, und das sollte symbolisch werden für die LGBTI-Community in Polen werden. Nach 7 Jahren haben wir es endlich erfahren, dass das Gericht das an die polnische Regierung weitergesagt hat. Und wenn es sie aber gibt, es gibt 17 von diesen Klagen, dann sollte ganz Europa darüber informiert werden, dass es sie gibt. Und das Verfahren sollte die eigentliche Form sein, dass man auf die Situation von LGBT-Personen in Polen aufmerksam macht. Also wir sollten das Europäische Menschenrechtsgericht nicht vergessen. Die zweite Frage betraf den Begriff Neobolschewismus. Das ist eigentlich ganz lustig, weil die regierende Partei und die unter ihren Mitgliedern Personen hat, die eine kommunistische Vergangenheit haben. Eine der Abgeordneten, der heute beim Verfassungsgericht ist, war jahrelang Staatsanwalt im kommunistischen Polen. Es gibt auch viele Journalisten, politische Kommentatoren, die diese kommunistischen Verbindungen hatten, jetzt sehr pro-regierungsfreundlich sind, aber gleichzeitig benutzt diese Partei das, weil es so einfach ist, die Leute zu beleidigen, so ein Pseudonarrativ zu benutzen, dass die LGBT-Personen eine weitere Revolution seien, die an die schlimmsten Zeiten erinnert. Darin ist vor allem die katholische Kirche, die steht an erster Stelle. Sie benutzt diese Sprache der Ausgrenzung, der Schikane, der Erniedrigung und alle Worte, die irgendwie eine gesellschaftliche Tragfähigkeit haben, werden da benutzt. Das tut mir sehr leid. Die dritte Frage betrifft eben den Beschluss des Verfassungsgerichts. Wir leben
ja in keinem realen Rechtsstaat mehr. Wir leben in einem Staat, wo alle normalen Mechanismen, wie die Macht funktioniert, gelockert worden sind. Sollten wir überlegen, welche weiteren Szenarios es gibt. Diese Regierung war ja imstande, innerhalb eines halben Tages irgendwie die Urteile zu veröffentlichen. Aber solange das Urteil noch nicht veröffentlicht ist, ich kenne da auch Beispiele, welche Bedeutung das hat für Frauen, die jetzt auf eine legale Abtreibung warten. Wie das Szenario sein wird, ist schwer zu sagen. Denn einerseits sehe ich, dass die Partei Angst hat vor den Protesten und nicht Öl ins Feuer gießen will. Man sollte einen kleinen Erfolg vielleicht sehen. Es gibt ihn doch. Und zwar der Kandidat für den Beauftragten für Bürgerrechte sollte angemeldet werden oder vorgeschlagen werden, Herr Bartłomiej Wróblewski. Er war derjenige, der diese Gesetzänderung vorgeschlagen hatte, aber die PiS hat ihn jetzt zurückgezogen. Und das ist wohl ein Mini-Erfolg schon der Proteste und des Frauenstreiks. Wie die weiteren Szenarios sein werden. Also wirklich, ich denke, dass keiner voraussagen kann, was in Polen in 4, 5, 7 Tagen passieren wird. Mir scheint, das ist aber nur meine Vermutung, dass es doch ein Streben danach geben wird, dass man die Veröffentlichung in die Länge zieht und dass man versucht, die Kraft des Streiks zu schwächen. Und ich glaube, dass die Regierung sich dessen bewusst geworden ist, dass der Niedergang ihrer Unterstützung so stark ist, dass es nicht notwendig sein wird, irgendwie dieses Urteil zu veröffentlichen. Vielen Dank. Super, dziękuję. Vielen Dank. Jetzt bin ich mit den Sprachen durcheinander geraten. Terry wollte direkt darauf antworten. Terry? Genau, ich würde noch einmal gerne kurz auf diese Frage gibt es sozusagen schon jetzt eine Rechtsbasis, um gegen diese LGBT-Ideologie freien Zonen vorzugehen? Und ich würde Adam Bodnar da absolut zustimmen. Wir sehen das genauso. Wir sehen gerade eben eine Situation, wo es rechtliche Klagen gegen das in Polen gibt, von Adam Bodnar angestrebt. Und wir sagen aber auch auf Basis von EuGH-Urteilen, vor kurzem der Letteredfond-Case zum Beispiel, wo ganz klar nochmal geworden ist, dass es sozusagen auch in einer verbal sich ausdrückenden Form von homophoben Aussagen zum Beispiel, dass das schon Diskriminierung konstituiert laut dem EuGH. Deswegen haben wir da eigentlich relativ viel, auf das wir uns beziehen können, meiner Meinung nach. Die Kommission sagt aber, also das ist jetzt sozusagen die Parlamentssicht, die Kommission sagt aber, dass sie darauf warten, bis eine der Klagen in Polen selber abgewiesen werden, also sozusagen bis es einen negativen Fall gibt, auf dem sie dann aufbauend eben vor dem EuGH was gegen LGBTI-ideologiefreie Zonen machen, weil sozusagen nach dem Motto, solange das Rechtssystem in Polen da noch angemessen darauf reagiert, werden sie da erstmal nichts machen. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich eine Haltung ist, ich habe das ja eben schon gesagt, die eher politisch als rechtlich begründet ist, weil man eben gerade nicht noch mehr Öl ins Feuer schütten will, nicht noch zusätzliche Vertragsverletzungsverfahren eröffnen will. Ich glaube, dass wir eigentlich lang beyond the point sind, wo man darauf hoffen kann, dass man mit guten Argumenten diese Regierung überzeugt. Dementsprechend wäre ich für eine sehr, sehr viel proaktivere Strategie. Aber das ist am Ende eben was, was nicht das Europäische Parlament entscheiden kann, sondern was in den Händen der Kommission liegt. Wir können immer wieder nur probieren, Druck aufzubauen. Und das vielleicht auch nochmal als so der letzte Gedanke. Wir als Europäisches Parlament tun das natürlich. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, das in den Mitgliedstaaten zu tun, dass es eben nicht immer nur das Parlament ist, was sozusagen die Kommission dazu anschiebt, sondern dass es auch aus anderen Mitgliedstaaten die Regierungen sind, die sagen, so, das kann eigentlich nicht sein, weil diese Aushöhlung des Rechtsstaats in Polen eben mittlerweile auch schon Auswirkungen auf EU-Gesetze hat. Zum Beispiel, um nur mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ist mittlerweile eingefroren,
der europäische Haftbefehl, weil eben nicht mehr klar ist, können wir eigentlich darauf uns verlassen, wenn wir jemanden nach Polen ausliefern, dass diese Person dann ein faires rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Dementsprechend sieht man, was für Auswirkungen das hat. Und genau deshalb müssen wir von europäischer Ebene auch mehr tun. Vielen Dank, Terry. Hier ist noch eine Frage. Eine Zuschauerin würde noch interessieren, wie sich die viel beachteten und teilweise eher konservativen Gewerkschaften in Polen gegenüber den freien und LGBTIQ-Rechtsbewegungen positionieren. Können diese Druck ausüben, politischen Druck ausüben? Ich weiß nicht, Mirka oder Adam Bodnar. Wer möchte zuerst antworten? Vielleicht Mirka und ich kann es gerne ergänzen. Ich kann es gerne versuchen. Die Gewerkschaften in Polen, wie ich denke, die haben noch einen ziemlich weiten Weg vor sich, um auch ihre Mitglieder, ihre LGBT-Personen repräsentieren zu können. Wir haben natürlich auch eine Arbeiterinitiative, das ist sehr fortschrittlich und sehr unterstützend. Aber in den meisten Fällen glaube ich, dass das noch die Arbeit ist, die noch uns bevorsteht. Aber wir haben auch negative Beispiele, leider. Beispiele von Gewerkschaften, die gar homophob handeln. Das ist auch eine Frage der Politisierung von bestimmten Gewerkschaften, die der Macht sehr nahe stehen, die von der Macht instrumentalisiert werden oder die bestimmte Bündnisse eingehen, also für die Unterstützung von homophoben Lösungen bekommen sie bestimmte Vorteile. Ich möchte vielleicht hinzufügen, die Gewerkschaft Solidarność ist nicht, das ist nicht die Solidarność wie vorher. Das ist bestimmt eine Gewerkschaft, die die regierende Partei auf jeden Fall unterstützt und auch die Kirche und diese Organisation, aber eine große Gewerkschaft wie OPZZ, also ab und zu nehmen Sie doch eine demokratische Stellung zu den LGBT-Personen. Das ist vielleicht nicht Ihre Haupttätigkeit, aber ich glaube, auf der politischen Ebene wird dieses Thema entsprechend vertreten. Wobei ich glaube, das Problem besteht darin, dass die Gewerkschaften an der politischen Debatte nicht so stark beteiligt sind wie in vielleicht vielen anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, Kampagne gegen Homophobie macht durch eine einzige Erklärung zehnmal so viel wie sogar die größte polnische Gewerkschaft. Wenn es aber um Verbündete geht, Terry hat das auch angesprochen, es gibt auch kirchliche Organisationen, wir nennen das katholische Linke sogar, die haben eine gute Position zu den LGBT-Kreisen, zum Beispiel katholische Zeitschriften, also so ein bisschen im Geiste des Franziskus des Ersten. Aber das ist innerhalb der Kirche die Minderheit eher als Mehrheit. Das ist eben das Problem. Aber ich glaube, eine ziemlich interessante Entwicklung, das sind neue Verbündete der LGBT-Community, die nicht so selbstverständlich sind. Zum Beispiel wurde Wanda Traczyk-Stawska ausgezeichnet, eine Teilnehmerin des Warschauer Aufstandes, als Verbündete von LGBT-Personen. Und Warschauer Aufständische gelten in Polen als sehr wichtige Personen. Und sie unterstützen, wenn sie LGBT unterstützen, das zeigt auch, dass unsere Gesellschaft sich verändert und dass in manchen Kreisen eben Akzeptanz und Unterstützung finden kann für die LGBT-Community. Wir haben noch eine Frage, bevor wir zum Schluss kommen.
Ich möchte Sie auf Deutsch stellen, das kann dann von den Dolmetschern besser übersetzt werden. Wie geschlossen steht die Bürgerplattform und vor allem deren Parteibasis in Polen hinter den freien und LGBTIQ-Rechten? Ich denke, es gibt einen gewissen Fortschritt in den Reihen der Bürgerplattform, aber das ist nicht der Fortschritt, den wir gerne sehen würden. Ein großes Problem der PO, der Bürgerplattform, das sind Themen, die in Polen als weltanschaulich gelten. Zum Beispiel die Frage der Rechte der LGBT-Person. Innerhalb der Bürgerplattform wird das so behandelt, das soll man quasi seinem Gewissen überlassen, dem Gewissen der Politiker. Das ist natürlich ein sehr bequemer Ausweg aus dieser Situation. Das wird von den Politikern der Bürgerplattform oft benutzt. Sie sagen, wir wollen keine konkrete Lösung aufzwingen. Wir wollen niemandem nahelegen, wie er oder sie sich entscheiden, sich profilieren soll. Und von Wahlen zu Wahlen sehen wir ganz hoch auf Wahllisten Personen, die bekanntlich sehr konservative Anschauung haben. Und ich glaube, dass die Bürgerplattform mit ihren eigenen Wählern nicht wirklich Schritt halten kann. Aber es gibt auch einige positive Entwicklungen. Und zwar diese Warschau-LGBT-Erklärung, unterzeichnet von Rafał Trzaskowski, war ein sehr gutes Signal. Leider wurde sie sehr instrumentalisiert von der PiS als Anlass zu Angriffen. Aber das war ein gutes Signal. Das, was leider passiert ist, was leider oft als Szenario passiert, das sind Erklärungen, Signale in den Programmen der bürgerlichen Koalition, KO. Also nur wenn es zur Einführung von konkreten Änderungen kommt, nur dann entsteht daraus ein größeres Problem. Aber ich glaube, dass die Wähler es der Bürgerplattform beibringen werden, nach dem Motto, das ist kein Thema, dass man einfach dass man davon absehen kann. Die Strategie der Bürgerplattform seit 15 Jahren mittlerweile, das ist etwas, was wie ich glaube, sehr obsolet ist. Und in der Bürgerkoalition haben wir auch Abgeordnete der Grünen, die auch die Koalition prägen von innen. Ich würde gerne eine abschließende Frage stellen in unserer Debatte. Und zwar, die Frage lautet, was müsste in Polen passieren, damit die Situation innerhalb der Frauenrechte und Rechte der sexuellen Minderheiten sich verbessern kann? Vielleicht können wir ein positives Signal geben. Mirka, möchtest du anfangen? Vielleicht Herr Bodnar. Ich glaube, es gibt eine Antwort. Wir brauchen einen politischen Umbruch innerhalb dieser Parteien, die die Rechte der Frauen, der sexuellen Minderheiten respektieren. Ich glaube, das Einzige, worauf man sich verlassen kann, das ist eine gewisse Einfrierung der Situation, die Deeskalation der Gewalt. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Man kann ein bisschen auf Gerichte zählen. In vielen Situationen zeigen Gerichte, dass sie auch richtig reagieren können. Richter haben wohl bemerkt, sehr selber zu spüren bekommt, wie es so ist, wenn man einmal zu einem Opfer wird. Aber ich glaube, ohne einen politischen Umbruch, ohne einen politischen Höhepunkt, kann man keine radikale Änderung erwarten. Also wir sollen
warten, lasst uns abwarten. Und das muss passieren. Diese Proteste haben das gezeigt, dass die Emotionen an einer ganz anderen Stelle heute gelagert sind und dass auch die Unterstützung ganz anders ist als noch bei den Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, dass dieser Höhepunkt erfolgt und dann muss man sehr viel Arbeit investieren, um in Polen ein Schutzsystem gegen Diskriminierung aufzubauen. Einige Gesetze inklusive Strafgesetzbuch müssen verbessert werden, auch im Kontext der Hate Speech. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt vorbereiten und geduldig warten. Vielen Dank, Mirka. Wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Ich bin auf jeden Fall einverstanden mit der Stimme, mit dem Beitrag von Herrn Bodnar. Das, was passieren muss, da sind Wahlen natürlich, die durch die Opposition gewonnen werden. Und zwei Erscheinungen gehören noch dazu, die positiv sind. Das ist das, was Sie gerade erwähnt haben. In der Opposition haben wir immer mehr Abgeordnete, die eine gewisse Frische mit sich bringen, die einen frischen Blick darauf haben. Innerhalb der Grünen, aber auch neue Abgeordnete, Frauen innerhalb der Linken. Das ist eine ganz starke, positive Änderung. Also dort sind auch Personen da, für die diese Themen unglaublich wichtig sind. Und leider ist es so, dass man in Polen darum kämpfen muss. Wenn man abstimmen muss im Parlament, dann wird es ein Kampf. Und wir brauchen Fighterinnen, die sich nicht beugen werden. Und wir haben immer mehr von solchen Personen. Und eine zweite Frage. Die Personen, die heute gerade protestieren, das sind sehr junge Menschen. Und ich glaube, das sind Personen, die in 3 Jahren zur Wahl gehen werden und sie lassen sich das nicht wegnehmen und sie werden mit ihrem Herzen abstimmen. Und dieses Herz schlägt für Frauenrechte, für Rechte der LGBT-Community. Und die Parteien müssen diese Herzen für sich gewinnen. Und ich glaube, dass polnische Parteien das einsehen können, dass sie das verstehen können und dass sie sich mit viel mehr Mut darauf öffnen können. Also die Opposition muss auch ein bisschen daran arbeiten. Terry ist wieder drin. Sie war kurz rausgeflogen. Terry, was müsste passieren, damit die Frauen- und LGBTIQ-Rechte in Polen, in Europa, weil das betrifft ja nicht nur Polen, besser gelebt werden können? Also ich glaube, dass es natürlich einerseits diese ganzen Schritte geben müsste, von denen wir auch eben schon gesprochen haben, also eine klare Reaktion, aber auch vielleicht noch eine größere Solidarität. Ich habe ja das Gefühl, und ich meine, das werden Mirka und Adam wahrscheinlich besser sagen können, am Ende des Tages gibt es ja eine wahnsinnig starke und kraftvolle Gegenmobilisierung. Und die müsste sozusagen mit einer Unterstützung, gerade auch auf unterschiedliche Arten und Weisen, finanziell, aber eben auch politisch, von anderen europäischen AkteurInnen, soweit gepusht werden, weil am Ende des Tages natürlich die politische Auseinandersetzung schon in Polen geklärt werden muss. Ja, also die Wahlen finden dann irgendwann statt und dann muss es eben eine Abwahl dieser Regierung geben, die sich ja auch in den letzten Jahren einfach immer nur noch weiter radikalisiert hat. Und ich glaube, dass wir da von europäischer Seite eben viel mehr machen könnten. Vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Wir werden jetzt einen Fonds für MenschenrechtsverteidigerInnen auch innerhalb der Europäischen Union im nächsten EU-Budget haben. Das ist was, was wir in der Vergangenheit für Leute außerhalb der EU hatten, also vor allem vielleicht in Ländern des globalen Südens. Und es gibt mittlerweile die Realisierung auf europäischer Ebene, dass viele dieser Kämpfe eben auch innerhalb der EU ausgetragen werden, dass auch sehr bewusst zivilgesellschaftlichen Organisationen, AktivistInnen Zugang zu finanzieller Unterstützung verbaut wird und damit alles, was da gerade aufgebaut wird, sozusagen kaputt gemacht werden soll. Und deshalb da stärker zu unterstützen, da hat es jetzt ja heute einen Durchbruch gegeben in den Haushaltsverhandlungen. Also da nochmal ganz klar auch so eine Solidarität zu zeigen. Und ich glaube ja, ich habe das am Anfang gesagt und vielleicht kann ich damit jetzt auch schließen,
dass es natürlich eine Frage ist, die jetzt Polen ganz besonders betrifft und wo die Auseinandersetzung besonders hart ist, aber dass das am Ende des Tages eine Auseinandersetzung ist, die auf europäischer Ebene und am Ende auch auf globaler Ebene, also wenn wir in die USA schauen, stattfindet. Donald Trump hat heute nochmal von seinem Sprecher verlauten lassen, dass er die Transition zur zweiten Amtsperiode unter Donald Trump jetzt schon vorbereitet sozusagen. Also für mich ist diese klare Positionierung, was hier gerade, worum es hier eigentlich gerade geht, die ist nochmal sehr zentral. Und da hoffe ich, dass eben auch das Europäische Parlament die AkteurInnen aus Polen, aber eben auch aus anderen europäischen Ländern beim Netzwerken und Zusammenarbeiten soweit unterstützen kann, wie es geht. Ich kann nur sagen, wir haben ja jetzt nicht wie früher, wo wir keine polnische Abgeordnete in unserer Fraktion hatten. Wir haben ja jetzt auch eine polnische Abgeordnete. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr zu dem Thema arbeiten werde, sondern dass wir das dann jetzt zu zweit oder eben mit mehreren Kolleginnen und Kollegen machen. Und das, glaube ich, ist für mich das, was ich mitnehme, also diesen Kampf weiterzuführen, sich gegenseitig zu unterstützen und damit mit dieser starken Gegenmobilisierung, mit dieser starken Solidarität dann eben auch wieder Boden gut zu machen. Und vielleicht diskutieren wir ja dann in ein, zwei Jahren nicht nur darüber, wie wir diese homophoben Angriffe abwehren können, sondern auch darüber, dass es vielleicht die Ehe für alle in Polen gibt, dass es Fortschritte bei Transrechten gibt und so weiter und so fort. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der Bogen der Gerechtigkeit ist lang, aber er neigt sich in die richtige Richtung. Und das glaube ich eben auch. Und deshalb ist es wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren und weiter gemeinsam zu kämpfen. Das ist ja ein tolles Schlusswort und ein positives Schlusswort vor allem. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Terry, bei Mirka Makuchowska, bei Herrn Adam Bodnar für die Teilnahme, für die sehr ausführlichen und sehr konkreten auch Antworten und für Sie, liebe Teilnehmende, dass Sie so lange ausgehalten haben mit uns, weil es war eine relativ lange Diskussion, aber es ist auch ein ausführliches Thema, Frauenrechte, Rechte der Sexualität, Minderheiten in Polen, die zunehmend unter Druck geraten. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bei einer echten Diskussion wieder live und in Farbe und nicht mehr virtuell, aber virtuell ist ja für den Moment auch wunderbar. Danke und schönen Abend.